So, hallöchen meine Lieben und seid recht herzlich willkommen zu einem weiteren League of Legends Gameplay. Heute sind wir in einer speziellen Aufnahme. Ich spiele mal wieder Rengar. Ich suche nur nach dem Eine spezielle Staatsmann. Aufnahme darum, wir sind in meiner Promo zu Silber und 30 ich Sekunden hoffe, bis ich zum kann das Befreien der erste Spiel Vasallen. schon mal für mich entscheiden. Sei bereit. Ich wäre eigentlich Toplane gewesen, habe Rengar gepickt, war First Pick und direkt der erste Pick des Gegners ist Darius gewesen. Da Gemütlichkeit hat führt unser zu Jungler Schwächen. reingeschrieben: What the fuck? Darius versus Rengar, Vasallen sind we can erschienen. swap if you want. Und deshalb habe ich mit ihm geswappt, bin natürlich jetzt in Ein meinen wahrer Jungle gekommen. Jäger ruht Jetzt nie. muss ich mich allerdings beweisen. Ich will schließlich nicht jetzt schlecht dastehen, wenn der extra mit mir swappt. Der hat geschrieben, er spielt normalerweise nicht top. Ich hoffe, der feedet Wessen Darius Kopf nicht. soll ich mir hauen? Aber es sieht schon mal schlecht aus. Rotes Blut. Selbst Monster kann man das fürchten lernen. Die Blutung unterschätzt so ziemlich jeder am Anfang. Okay, jetzt geht die noch mal rein. Das ist jetzt schon gefährlich, was die da macht. Den schafft sie Glaub dem Pfad alleine. des Jägers. Das gefällt mir jetzt natürlich, dass sie wieder den Kill bekommen hat. Sie ist schließlich auch eine Fiora. Oder er oder was auch immer, wie man das sagen soll. Nicht stolpern! Er ist eine Fiora und Fiora braucht natürlich auch ihre Kills und ich denke mal, Nicht zu schnell. im Late Game wird Fiora einfach effektiver sein als Darius durch den Split Pushen. Wobei Darius natürlich auch super eckig ist. Jetzt muss ich schnell nach oben. Schreiben wir mal Good Job. Good Jobs werden unterbewertet, wenn man das so sagen kann. Denn ein Good Job pusht einfach das Selbstvertrauen vom Es gibt Gegner. Er Jäger sollte jetzt und noch auspushen. Gejagte. Nicht freezen. Push, push, push. Denn wenn er auspusht, verliert Darius einiges an Farm unterm Turm. Ah, fuck. Da bekommt Drindamere noch einen Skill. Drindamere. Ich versuche hier mal Sei einen bereit. Inlane-Gank zu machen. Ein wahrer Jäger.
Any Dirt Atari, okay, Level 6 Power Spike, vermutlich unter dem Tower geholt. Darius und Fiora ist auch ein besseres Matchup gerade. Und Fiora bekommt den Kill. Langsam. So, und wir gehen zum ersten Mal shoppen, haben schon zwei Supports, was mit Rengar nicht mal so selbstverständlich ist. Nehmen das blaue Item, Schuhe und Damage 2 Putz. So, und dann machen wir uns auf den Weg zum Red Buff. Und da müssten wir bald Level 6 sein. Vielleicht sind die. Welchen Kopf soll ich mir holen? Ich bin mir sogar ja ziemlich sicher, dass die im Drake sind. Leichte Beute. Lass uns kämpfen. Noch ein oder zwei Camps. Und wir sind Level 6. Okay, nur ein Camp. Okay, da bin ich leider gestorben, hab allerdings einen Double Kill bekommen und die bekommen Tower First Blood. Ich schätze mal, das war worth. Es gibt Jäger und wichtig ist, dass wir als nächstes die Cooldown Reduction Boots kaufen. Dann würde ich sagen, Humus gibt auch Cooldown Reduction, Lethality und Movement Speed. Also eigentlich das perfekte Item für meine Ult. Da bin ich nicht sofort rein. Konzentration. Ah, der ist schon weg. Nicht stolpern.
sagen. Die Frage ist, können wir Annie holen? Wandler auf dem Pfad des Siegers. Das war knapp. Ein Gegner wurde getötet. Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Eigentlich wäre Hexdrinker gegen die relativ gut. Wir kaufen Hexdrinker und gehen jetzt auf Jumus. Und wieder einen Pinkwort. Der Geruch der Beute. Sollte sie eigentlich schaffen. Das ist ein ziemlich krass spannendes Spiel. Und ich hasse das, wenn die Placements so spannend sind. Es gibt Jäger und Gejagte. Soll ich mir holen. Die Ult war ziemlich useless, leider.
werden meine Wand schmücken. Drake-Controller ist so gut wie null. Das war nicht gut. Wie kommt Darius? Der ist tot, der ist sowas von tot. Fiora Splitbush stirbt leider. Ich suche nur nach den Stärksten. Du hast dir einen guten Tod verdient. Die Kapuze hat gefehlt. Der hätte sowieso noch Ult. Ah, oh Mann. Oh Mann, Annie ist ekelig. Und der nächste Drake, der war wichtig. Höllendrache. Der müssen wir holen. Humus is ready. Der Geruch der Beute. Setup for Drake. Es gibt Jäger. Okay,
die haben leider die Grabe gemacht. Ein wahrer Jägerhuten. Es wird Zeit für Drake. Langsam! Nicht stolpern! Das hat ja schon mal relativ gut geklappt. Ich glaube, als nächstes kaufe ich mir und okay, ich bin schon auf 40% Cooldown. Das war Wurf 2 für einen. Definitely Blade wird gekauft. 2 für 2. Also Wurf wiederum. Jetzt natürlich am Split pushen, so kennt man ihn und so ist das auch. Okay. Finde ihre Fährte. Die sollten sich rückfallen lassen. Okay, das haben sie geschafft. Hoffentlich. Ist Ari, okay, ins Deck gekommen. Bisher vollkommen Wurf. Die Frage ist natürlich, bleibt das Wurf oder wird das jetzt hier Greedy? Gegnerische Doppeltüten. Shit. Sagen wir mal Teilswurf. Nicht gerade das beste Game, aber ich
So, mal bisher, glaube ich, haben wir das relativ gut in der Hand. Nach Deathman's Blade bauen wir unseren Hex-Drink aus und dann vielleicht noch GA oder Spirit Ein Visage oder Verwundeter wurde Saum der getötet. Nacht. Allerdings ist Saum der Nacht etwas doof. Wandle auf dem Ich Pfad vergesse des das immer Jägers. einzusetzen. Aber wäre definitiv eine Möglichkeit. Hingerichtet. Selbst Monster haben das Fürchten. Welch Stolper! Gemütlichkeit führt zu Schwäche. Nächster Feuer drauf. Selbst Monster kann man das Fürchten lehren. Ein Gegner wurde getötet. Den Splitbush finde ich natürlich nicht so witzig, was drin am Meer da macht. Aber kann man nichts gegen tun. Nicht so schnell! Das war knapp. Das war richtig knapp. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ah, wir cappen aber schon wieder die Cooldown Reduction. Das heißt, wir verkaufen anschließend unsere Schuhe für Amerboots. Suche nur nach dem Sturz. Wessen Kopf soll ich mir holen? Die Frage ist natürlich, okay, drinnen, er ist da. Nicht so schnell!
3 für 2. Auf den ersten Moment natürlich. Finde ihre Fährte! Wurf. Good job. Gemütlichkeit führt zu Schwäche. Nicht stolz. Er will mich, glaube ich, tilten, aber ich gehe einfach nicht darauf ein. Sei bereit. Fiora wird vermutlich sterben. Der Geruch der Beute. Ich tilt jetzt natürlich ein klein wenig zurück, das gefällt mir. Ja, wir könnten uns noch Black Cleaver kaufen, wobei jetzt haben wir wieder zu wenig Cooldown Reduction. Gibt es das hier? Cool. CD. Ja, ich glaube, wir kaufen uns. Nee, wir kaufen uns das hier. Es gibt Jäger. Das war jetzt ein langer Shop, ich weiß, aber. Suche nur nach dem Stärksten. Wandler auf dem Pfad des Jägers. Das muss ja einfach sein. Das sollten eigentlich finishen können. GG, erstes Placement Match gewonnen. Das gefällt mir natürlich. Heißt so viel wie wir sehen uns im nächsten Gameplay. Macht's gut, bis dann und ciao.